Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Ja, wir sind immer noch bei den Angelsäcken dran und ich brauche nämlich noch die zweite Angel, die wir aus den Säcken bekommen können. Und dazu werden wir wieder einige öffnen. Ich habe wieder 20 Stück mir zusammengesammelt und wir müssten jetzt bei 320 Säcken sein, die ich aufgemacht habe. Plus die 20, die jetzt kommen, heißt am Ende sind wir bei 340. Richtig, richtig viele Säcke. Ich hatte ja gehofft, dass sie diese vor 300 bekommen, aber naja, sollte nicht sein. Ich hoffe, dass sie jetzt drin ist. Und da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Wir haben nämlich hier zum einen die Säcke aus der Garnison. Ne? Das sind diese dunkelgrünen Pakete. Da soll, glaube ich, die Dropchance 0,5% sein. Warte, knöchernde. Nein, das ist die, die ich schon habe, ne? Nein! Oder? Das ist die, die ich schon habe. Ich muss noch Angeln als Filter reinmachen, sehe ich gerade. Scheiße, das ist die, die ich schon hab, ne? Nein. Nein, ich habe nochmal die Knöchernde rausgezogen. Ich brauche die andere. Ja, die hier brauche ich, die Juwelenbesetzte. Nein. Komm, gib mir die Juwelenbesetzte auch noch. Scheiße. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich die Angel normalerweise hier im All the Things nicht einblende. Weil die halt so ätzend selten ist. Ach, kacke, jetzt habe ich halt schon zweimal die Knöchernde bekommen. Ich glaube, so bei 150 rum habe ich die erste bekommen, ne, die erste Knöchernde. Und habe jetzt gehofft, dass die Dings mal drin ist. Lal. Was? Einfach der richtige Trollmodus. Einfach der richtige, richtige Trollmodus. 20 Säcke aufgemacht und einfach die Angel drin. Vor allem beide Angeln drin. Wisst ihr, was das Problem jetzt ist? Oder Problem in Anführungszeichen? Ich mache ja immer mit 5 Chars, also mit diesen 5 Chars hier, mache ich gleichzeitig die Angelsäcke jeden Tag. Und jetzt habe ich so hingebastelt, dass ich mit jedem 20 Säcke habe. Ne? Im Endeffekt 20 mal 5, ne, sind 100 Säcke. Heißt, wir haben jetzt noch 80 Säcke über. Gut, mit den Säcken kann ich jetzt nichts anfangen, tatsächlich. Und wir haben die Angeln, also wir brauchen jetzt die theoretisch nicht aufmachen, wir können sie wegschmeißen. Aber ich denke mal, ich habe sie gefarmt. So rein aus Interesse können wir jetzt einfach hergehen und alle Säcke kurz aufklicken. Da machen wir jetzt auch nicht mehr so ein großes Drama drum. Und schauen, was da drin ist. Und ob theoretisch noch eine Angel drin gewesen wäre. Das würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren. Heißt, wahrscheinlich habe ich dann das Video 100 Angelsäcke genannt, weil es genau 100 sind. Passt ja, guter Abschluss. So, ich bin echt froh, dass ich nicht mehr angeln muss. Das ist jetzt so eine Mischung gerade aus Erleichterung. Und ja. Und Ärger darüber, dass ich natürlich jetzt 80 Säcke zu viel gefarmt habe. So, ihr seht, ich habe jetzt hier von denen immer 9 bei den Twinks. Und hier immer mal 8, da 14, 8, 8 und 2. Also ich habe mir genau 100 Säcke zusammen gefarmt auf 6 Chars, einen mehr. Also die machen wir jetzt einfach alle auf und schauen, ob hier noch irgendwas, ob noch eine Angel drin wäre. Einfach so aus Interesse, ne? Also wer das nicht mehr interessiert, einfach abschalten. Aber da ich die jetzt eh gefarmt habe, machen wir sie auf und dann gucken wir mal, ob dann theoretisch noch eine Angel oder irgendwas anderes Tolles drin wäre. Okay, also hier bei denen war nichts dabei. Dann locken wir mal weiter. Ich sage euch, aber die, also die Freude ist größer, dass ich die Angeln jetzt habe. Und der Ärger ist relativ gering, dass ich jetzt 80 Säcke in Anführungszeichen zu viel gefarmt habe. Aber ich muss diesen Kack nicht mehr machen. Das nächste, was ich jetzt machen werde, es gibt noch eine andere Angel, die ich offen habe, ja. Neben dieser Juwelenbesetzten. Und zwar ist das, ist das eine, die man in der Garnison angeln kann. Da muss man, glaube ich, 25 so Münzen abgeben, ja. Also, was ganz easy ist eigentlich, heißt, ich stelle mich ein bisschen nach Draenor, angel da einfach so, ja, so große Fische sind das. Die musst du abgeben, dann kriegst du immer eine Münze. Und ich glaube, so 12, 13, 14 Münzen habe ich schon. Heißt, ich muss nur ein bisschen über 10 Münzen farmen. Das ist wahrscheinlich eine Stunde, ein bisschen angeln. Und dann habe ich halt die letzte Angel im Spiel und dann brauche ich auch keine Angeln mehr farmen. Was eine ganz coole Sache an sich ist. Also, ja, das ist kein Drama mehr. Heißt, ich werde jetzt dann bald die Angeln auch mit einblenden. Und, ja,
Ich habe die ursprünglich rausgenommen, weil ich dieses System ein bisschen blöd fand, dass da Angeln drin waren. Aber ja, egal. Die nehmen wir jetzt mit rein. Ihr seht, hier haben wir ein paar mehr Säcke. Also ich habe es extra so hingetimt, dass ich insgesamt quasi 100 Säcke habe, also 5 Folgen machen kann. Aber da wir dieses Ding jetzt haben, sind die anderen ja, wie gesagt, irrelevant. Ach, genau. Hier ist halt nochmal eine Knöchernde drin, ne? Ach, komm. Genau. Okay, also einfach noch eine Knöchernde. Das ist jetzt quasi die dritte Knöchernde, ne? Na, krass. Ich pack die mal lieber auf die Bank. Hat folgenden Hintergrund. All the Things erkennt nämlich nur, dass ich die Angel hab, wenn ich sie wirklich im Inventar habe. Also das kannst du als Transmog ja nicht lernen, ne? Das ist mit den ganzen Angeln so. Das sind reine kosmetische Items. Du kannst sie zwar anziehen und dann hast du die Angel quasi an, aber du kannst sie nirgends drauf transmoggen, weil Angeln halt kein richtiger Waffentyp an sich sind. Heißt, wenn ich jetzt meinen Account komplett platt, also oder meinen PC komplett platt mache und neu machen würde, dann und die Angel verkaufen würde, dann ist in WoW nirgends hinterlegt, dass ich diese Angel geholt habe. Irgendjemand hat mir, glaube ich, mal erzählt, dass es zwar trotzdem anscheinend Blizzard irgendwo speichert, dass man die mal hatte, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich packe die lieber auf die Bank, falls ich auch mal auf einem neuen PC das installiere. Und dann, ja, würde ich mich ärgern, wenn ich das nochmal farmen müsste, nur dass es dann All the Things auch erkennt, ne? Das ist halt die Geschichte. Deswegen packen wir die mal auf die Bank. Mit dem Main, werde ich dann halt auch einloggen und die auch nochmal auf die Bank packen, dass die zumindest nicht wegkommen, weil den Kack will ich nicht nochmal farmen müssen. Also, wenn ihr jetzt überlegt, es waren jetzt 340 Säcke, die ich gebraucht habe, dass ich beide Angeln hatte. Innerhalb von den 340 Säcken hatte ich jetzt zweimal diese Knöchernde und einmal die Juwelenbesetzte. Also schon eine lange Zeit. Und jetzt haben wir halt hier 80 Säcke noch mehr gefarmt. Also sind es halt insgesamt 420 Säcke dann, oder? Müssten 420, genau. Wir waren vorher bei 320 und jetzt die 100, ja, genau. Also 420 Säcke, was doch einiges ist. Und in der Zeit haben wir dreimal jetzt quasi schon die Knöchernde rausgezogen, zweimal allein in der Aufnahme schon. Und einmal die Diamantbesetzte, die Juwelenbesetzte, ne? Nicht Diamantbesetzte, schon Namen schon gar nicht mehr. Ne? Bin nur froh, dass ich sie habe, ich sag's euch. Aber vielleicht kriegen wir ja nochmal eine raus, ne? Mit ein bisschen Glück. Richtig, richtig gut an der Stelle. Ja gut. Und jetzt muss ich noch zwei Chars gucken. Und zwar habe ich auf dem einen nochmal so 18 Säcke um den Dreh rum. Und dann habe ich nochmal extra quasi auf einem Char, wo ich vorher noch nicht geangelt habe, nochmal zwei Säcke geholt, dass ich genau auf die 100 komme. Weil es ging mir nicht ganz auf. Und ich wollte wieder flat 100 weg. Basteln und dann wieder neu anfangen, dass es bei allen gleich ist, weil ich habe ein paar Tage nur mit 1-2 Chars die Daily gemacht, dann ist es immer so, ja, ungleich mit den Säcken, mit der Anzahl. Da muss ich mal gucken, dass ich mal rumlocken, das nervt, ja. Und da habe ich rausgefunden, dass man in Draenor, dass es quasi einen Schatz gibt, den man angeln kann. Und wenn man diesen Schatz angelt, dann bekommt man auch so einen Angelsack, also so einen, ja. Deswegen habe ich jetzt mit dem hier auch einen mehr. Ich kann euch auch gleich nochmal zeigen, wo das genau war. Und zwar ist es in Talador bei Shadrat in so einem Pool. Da kann man quasi so einen. Einfach muss man so einen Pool reinangeln, der da schon. Also relativ großer Pool, also so ein. Ja, weiß nicht, wie groß. Ja, so groß, also wesentlich größer als normaler. Und wenn du da reinangelst, ziehst du so ein Packen raus. Ne? Das kannst du halt einmal machen. Dann dachte ich mir, komm, den hole ich mir noch zusätzlich. Also hier war jetzt auch keine Angel mehr drin. Und dann loggen wir auf den letzten Char, den Parler, dass wir die 100 voll machen. Und dann gucken wir mal rein. Genau mit dem habe ich das nämlich gemacht. Und ja, da habe ich mir dann nochmal extra die Garnison freigeschalten. Also, dass du in der Garnison die Angel Daily kriegst, musst du halt erstmal angeln lernen. Gut, okay. Das war am Anfang schon die Schwierigkeit, warum ich die Quest nicht annehmen konnte. Aber wenn du angeln hast, dann musst du ein paar Quests machen, dass du halt deine Garnison quasi freischaltest. Also zumindest diesen Angelplatz. Und das habe ich heute extra nochmal mit dem Parler gemacht. Und dann habe ich mir auch noch den Dings geholt hier. Ja, diesen Schatz quasi in Talador bei Shatra, ne? Und dann habe ich quasi die letzten zwei Säcke mir noch eingeheimst. Ich habe mir überlegt, ob ich das in SW auch mache. Aber wenn du null Angelskill hast und in SW das Zeug angeln musst, das dauert tatsächlich relativ lange. Also erst wenn du so einen 50er Angelskill hast, angelst du die Sachen einigermaßen regelmäßig raus. So ab 70, 80 ist es eigentlich easy. Aber da musst du halt erstmal ein bisschen angeln. Deswegen dachte ich mir, komm, wenn ich mit dem jetzt nur zwei Säcke kurz holen will, dann ist es wahrscheinlich so schneller. So, jetzt machen wir die noch auf, dass wir die 100 voll haben.
Da ist noch ein Krebs drin, aber der ist leider nichts wert. Ich habe da schon geguckt, ne? Diese Krebse sind leider nichts wert. Gut, dann sind wir an der Stelle jetzt am Ende angelangt. Auch von der kleinen Angelsack-Opening-Reihe. Mich hat es sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns bei den nächsten Openings. Hab ja noch ein paar andere Sachen, die ich haben will. Hier mit Angeln sind wir zum Glück fertig. Ich werde mir jetzt noch die letzte Angel farmen. Das habe ich mir nämlich vorgenommen. Sobald ich die aus den Säcken habe, tiger ich los und angel noch ein bisschen Draenor, dass ich die letzte auch habe. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder, wenn es was Neues gibt. Euer Tyrell, bis zum nächsten Mal. Ciao.